Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. Der Babyboomer auf dem Weg ins OnLive. Ja, gerade habe ich also das Mikrofon bekommen und die erste China-Sendung ist angekommen. Sie ist gut angekommen und es war etwas überraschend. Also heute Morgen bin ich da den Verfolgungsweg der Sendung nachgegangen, die ich da bei Gearbest immer aufrufe, um zu sehen, was los ist. Und da war ja gestern, war ja der Stand, dass mein Paket da bei dem Depot angekommen ist in dem Verteilzentrum. Und heute habe ich dann mal diese Nummer von dem Paket bei Hermes so angegeben in der Sendungsverfolgung. Und schwuppdiwupp hatte ich raus, dass das Paket heute kommen soll. Das ging also jetzt sehr fix und wenn ich das jetzt nicht genau da heute Morgen verfolgt hätte, wie das da ist, dann hätte der vor der Tür gestanden und ich hätte das Paket nicht bekommen. Oder der hätte es irgendwo abgegeben und das wäre wieder problematisch gewesen. Ja, also das hat gut geklappt. Mit dem Mikrofon bin ich auch zufrieden. So von der Haptik, so von der Optik, alles super einwandfrei. Auch die Installation einwandfrei. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich mir jetzt noch unsicher bin, ob das am Mikrofon liegt oder ob das an mir liegt oder was ich da verkehrt mache. Das Problem ist, der Ton ist zu leise. Meine Stimme ist ja generell etwas leiser und von daher ist kommt der Ton jetzt von dem Mikrofon hier wie so ein Flüstern rüber. Der müsste also verstärkt werden. Und ich sehe ihn jetzt noch nicht, wie ich den jetzt im PC verstärken könnte. Also wenn ich den Ton aufnehme, dann kann ich den ja über den Movie Maker verstärken. Dann kommt der Ton zu 50% an und dann kann ich den nochmal verdoppeln oder so. Aber wenn der Ton generell zu leise ist, dann ne, was soll man dann machen? Ne? Ich würde mal hier die Kamera etwas heranholen, damit die Visage besser und gut zu sehen ist. Also das ist das Problem. Wie bekomme ich den Ton lauter? Also ich habe jetzt ausprobiert, wenn ich den über die Kamera laufen lasse. Oder, also ich habe jetzt vier Mikrofone, die parallel laufen. Und dieser USB, der läuft quasi bei allen Mikrofonen angeboten, die ich dann habe zur Auswahl. Der ist der mit aufgelistet, wenn ich den eingesteckt habe. Das ist also kein Problem. Bei den Einstellungen da gibt es eine Einstellung ja, mir fehlt da so eine Einrichtung für die Empfindlichkeit oder so. Für die, ja. Also mein System hier über Realtek, mit dem Realtek Manager. Da kann ich also die Empfindlichkeit einstellen des Mikrofons und auch die Ausgabelautstärke und dadurch kann ich das dann variieren und die Stimme entsprechend verstärken. So kommt das jetzt ja auch durch das Lavaliermikrofon über die Realtek Manager richtig powermäßig kräftig an. Auch wenn ich hier nur so ein gehauchtes Flüstern hier rausbringe. Ja.
Aber das klappt jetzt noch nicht bei dem, bei diesem Mikrofon. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch so einen Verstärker brauche oder was ich da machen soll. Der Lichtblick, auch so ein Kanal, den ich ja schon mal abonniert habe, der hat dann neulich sowas gekauft und vorgestellt. Ich glaube, der hatte auch das Problem, dass sein Ton irgendwie zu schwach kam. Und dann hat er bei diese Lösung da gefunden. Ich weiß nicht, ob das auch eine Lösung für mich wäre, aber außerdem will ich dafür nicht schon wieder 100 € ausgeben. Ich brauche so ein Mikrofon eigentlich überhaupt gar nicht. Das war jetzt mehr so ein Verlegenheitskauf. Also ein Verlegenheitskauf insofern, als ich jetzt kein Mikrofon mit einem USB-Stecker brauche, weil ich einen Soundchip habe auf Motherboard und über diesen Soundchip kommt jetzt alles über 3,5 mm Klinke rein. Und ja, also die erste Frage wäre, ob es so einen Übersetzer gibt, so einen Adapter von USB auf Klinke. Ob es so etwas gibt, dann könnte ich das Mikrofon an die Klinke anschließen, wie die anderen Mikrofone auch, um dann zu hören, ob das jetzt irgendwie eine Studioqualität hat oder so ähnlich. Ja, das ist vielleicht die preiswerteste Version, dass man da so nach so einem Adapter schaut. Ton von USB nach Klinke 3,5 oder so. Wenn das geht. Ja, die teure Variante wäre dann da so ein Gerät. Ich weiß nicht, was hat der da gekauft? Eine Art Verstärker oder Mixer oder so, beides irgendwie habe ich schon wieder vergessen. Ja, ich meine, das Problem werde ich vielleicht mit einem anderen Mikrofon auch haben. Dass das nicht richtig aufnimmt, nicht fein genug. Ja, nun, eine Alternative wäre vielleicht auch ein Studio-Mikro, das man an die Klinke mit Klinkenstecker. Ja, das wollte ich ja eigentlich auch von Anfang an kaufen. Das war auch so eine Überlegung, eine Anschaffung zu tätigen. Aber ich bin davon abgekommen, weil ich musste jetzt da in China irgendeine Probebestellung machen. Und diese Probebestellung war dann halt dieses Mikrofon hier, auch mit USB. Ich brauche zwar keine USB, aber vielleicht in Zukunft kann man das dann vielleicht mal brauchen und das weiß man jetzt noch nicht so alles genau. Ja, das ist also von mir also einerseits alles erfolgreich und zufrieden, andererseits ein kleiner Wermutstropfen, weil der Ton zu schwach ist. Also bei Outer City kann ich ja den Ton verstärken. Und eine andere Manipulation vornehmen. Wenn ich da so um 15 bis 20 dB verstärke, dann kommt der Ton gut an und ich kann den gut verstehen. Die Frage ist, wie bekomme ich jetzt eine 20 dB Verstärkung meines hierhin über Windows, über den
eingebauten Soundmanager. Das müsste da eigentlich auch gehen. Oder haben die alle da irgendwelche externen Geräte, um das dann da anzuschließen? Was ist das überhaupt? Soundmapper oder wie nennt sich das? Ja. Und habe ich das Problem auch, wenn ich jetzt ein Studio-Mikrofon kaufe? Ein Studio-Mikrofon wird dasselbe sein wie das hier, nur dass es dann einen Klinkenstecker hat, einen Klinkenstecker. Ja, also das sind die Probleme, die ich jetzt hier habe. Und ja, morgen kommt der dritte Versuch für USB-Kabel, in der Hoffnung, dass ich dann mit dem dritten Versuch die Power ins Tablet hineinbekomme. Morgen könnte ich einen zweiten, morgen kann ich versuchen, ob mein Tablet schon irgendwie unterwegs ist. Das müsste morgen ankommen und das war ja 2 Tage später nach dem Mikro, habe ich das bestellt. Das könnte also Donnerstag da eintreffen und da auch irgendwelchem Zentrallager oder Zolllager oder so zugeteilt werden. Und von dort geht das noch weiter. Ich weiß nicht, wie der Zoll das jetzt macht. Gehen die so nach Pima-Augen, so nach der Größe, so kleine Pakete winken wir durch und größere halten wir an. Ich meine hier, das war eigentlich auch schon ein großer Umschlag. Oder geht das nach Gewicht oder? Oder scannen die Sachen? Das könnte auch sein, dass sie vielleicht die Pakete scannen und wenn der ein Mikrofon hat, können wir durchwinken und bei Tablet nein, werthaltig. Müssen wir verzollen. Ja, das könnte sein, so in dieser Art. Ja. Jetzt habe ich hier wieder diese Nahaufnahme. Dass man die Nasenhaare sehen kann. Also, ich finde das ja nicht so angenehm, aber es ist einfach mal so eine andere Methode. Die Leipziger, die machen das auch so, dass der Kopf so ganz groß drauf ist. Und dann wird der Kopf auch noch nochmal extrahiert und auf allen Paketen und Einleitungen und Hinleitungen und Layouts kommt dann der Riesenkorb auch nochmal in einem anderen Background, um das auf diese Weise dann zu, ja, um sich so hervorzuheben oder die Persönlichkeit hervorzubringen oder was auch immer. Aber ich habe nicht die Absicht, mir jetzt noch einen Bart wachsen zu lassen, um das dann danach zu machen. Es geht mir so um mein Ausprobieren und um meine Selbsterkundung, Selbsterforschung auch. Wie weit kann man gehen und wie kommt man an und was macht das mit einem? Ja, heute habe ich bisher 9 Videos. Das hier ist das 9. oder das 10. jetzt.
Das zehnte, glaube ich. Ja, okay, das soll dann erstmal gewesen sein für den Moment und dann sage ich mal Tschüss.